Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Tempo 67 wieder. Freitagabend live auf Twitch, live auf Minecraft-Server mit Dorf und seinem eigenen. Und da ist schon meine Gefährtin, die Schokoladie. Ich begrüße dich. Hi! Hi! So, das Kaminfeuerchen brennt draußen. Draußen ist es dunkel. Ja, wie üblich. Also, wie fast jede Folge beginnen wir mit Schlafen gehen. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Oh, ich bin zu fett. Passt ja nicht durch. Meine Güte, ist gut. So, ich muss mich gleich vorbereiten. Das ist unsere Wege. Ach, wir können gar nicht schlafen, weil wir haben irgendwo einen Gast noch drauf. Der Pixel Panther HD ist ja irgendwo. Mhm. Also, wir können nicht schlafen. Dann gucke ich einfach meine Rucksäcke. Ich gehe einfach mal rüber ins Lager, gucke da meine Rucksäcke durch. Ja, das mache ich auch. Okay. Ich auch. Bin auch schon da. Das ist doch schön. Dass du da bist. So, wollen wir mal gucken, was habe ich eigentlich hier so drin in meinem Rucksack? Da habe ich noch Bruchstein drin. Okay, das geht ja. Was habe ich in dem drin? Mit was? Mit welchen Steinen kann man denn noch Bruchstein wieder herstellen? Ich habe hier noch eine Honigbiene, eine Bienenkönigin. Die nehme ich mal mit. Tasche. So, ich na, ja, gib sie mir mal. Oder pack sie in die Truhe da mal, dann kann ich sie besser nehmen. Okay. Ich gucke. Schon so eine Sache mit den Taschen. Ja, 12 Stacks. Ja. Ein bisschen noch erweitern das Ganze hier. Nimm dir genug Schaufeln mit und stehst du gleich wieder ohne Schaufeln da. Schaufeln baue ich mir selber unterwegs. Ich habe meine transportable Werkbank dabei. Ja, aber bevor wir losziehen, muss ich mich auch erstmal vorbereiten. Ne? Mach das. Blumensachen, wo gehört das alles hin? Ganz unten. Muss mal gucken. Wenn die Blumen noch nicht haben oder schmeißt das alles in eine Truhe, die werden da unten dann irgendwo einsortiert, denke ich mal. Also die Lagertruhe hier, ne? Bei den Blumen. Genau. Sollte dann eigentlich einsortiert werden. Ja. Ganz unten. Es ist die Biene zu fett, ich komme da nicht rein. Da ganz hier unten die ganzen Blümchen, dann sollten sie eigentlich automatisch einsortiert werden. Ja, werden sie schon. Genau. So, ich kümmere mich jetzt mal um die Bienchen. Ja. Ja, der Pixel Panther HD grüßt uns. Sag mal, ich bin zu fett, ich komme hier nicht durch. Was ist das denn? So. So, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich hier ein paar Steine zusammenkriege. Ja, ich packe jetzt mal die Bienchen mal rein. Ja, mach mal. Bisher ist ja noch nichts gespawnt, das sieht ganz gut aus. Oh, und ich sag's noch. Mit Soapstone, Cobblestone kriege ich auch Bruchstein her, ne? Ja. Kaum stehe ich hier im Freien. Nicht getroffen. Scheiß besoffen. So, jetzt aber Ruhe hier. Die Bienchen hier rein. Weil die Honigbiene ist schon wieder tot. Mit der kriegen wir nichts fertig. Eine haben wir noch. Das Ganze mal hier einsammeln. Sammeln das Ganze schon erstmal hier ein. So. Ich bereite mich gerade schon mal ein bisschen vor, ne? Mach das. Was ist denn? Hier brüllt was. Einer von deinen schrägen Nachbarn wieder? Wahrscheinlich. Mein Schwert geht bald kaputt. Ich muss mal wieder was Neues machen. Ja. Wir müssen auch irgendwann mal wieder nach Zwergenbinge. Mal wieder ein paar Zwergenrüstung holen, ne? Wenn du so viel Kohle hast, den zu bezahlen, kannst du es gerne machen. So. Jetzt habe ich eine tote Bienenkönigin.
Kann man hier noch irgendwas machen? Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Weil sie ist, weil sie ist richtig mausetot. Ja, dann. Kann man da keinen Motiv machen? Nein, ne? Nee. Aber vielleicht hebe ich die erstmal noch mit auf. Kann ja schließlich nicht verkehrt sein. Nee. Frisst ja kein Brot. Genau. So. Wuhu! So, Freunde, wer ist denn hier? Ach, schönen guten Abend. Kein Damenbesuch mehr hier, ja? Weg hier. So, wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Der nächste, bitte. Das gibt's ja wohl nicht hier. Wie weit bist du? Seit der Geburt fertig, alles dran. Das läuft ja alles nach aus. Das muss man noch ein bisschen weiterlaufen lassen. Packen wir diese mal hier mal rein. Dann sehen wir weiter. Bienenwachs ist Honigscheiße, ne? Oder wie war das? Bienenwachs? Das ist Bienenscheiße. Gleich, ja. Wo ist mein Atlas? Was machen wir heute überhaupt? So, hier sind wir zu Hause. Wir haben ganz viel hier schon geguckt, was es in der Landschaft gibt. Wollen wir ein bisschen was erforschen, rumgucken? Das können wir gerne machen. Oder wollen wir ein bisschen Wege bauen? Bauen wir Wege, ja? Okay. Dann machen wir das doch mal. Genug zu fressen haben wir dabei. Hast du auch genug? Das kann ich dir noch aushelfen. Ich habe genug. Da in meinem Reiserucksack habe ich auch noch was drin in meinem Proviant. Ach, reichlich. Ich habe auch einen Proviant. Kann man noch mal ein zweites Schwert mitnehmen zur Sicherheit? Warte, ich mache mir zuvor noch mal einen zweiten Eisenpanzer. Oder mach mir aus diesen zwei, mache ich mal eins. Das könnte ich natürlich auch machen. Das ist eine gute Idee. Das probiere ich mal. Auf zum Amboss. Ja. Was passiert, wenn ich das Schwert mit dem anderen Schwert kreuze? Oh, unser Amboss sieht schon wieder aus. Ja. Müsste vielleicht irgendwann mal. Ach, mit der Schaufel, ich bin doch blöd. Kann ich das auch umbenennen, das Schwert? Oh, da kann ich umbenennen. Ich nenne das jetzt mal. Ich könnte ja mein Schwert Chantal nennen. Nein, Chantal ist doof. Oh, willst du das Schwert strafen? Chantal, ey, ist ja furchtbar. Schrecklicher Name. Mein Schwert heißt Krom. Kennt ihr noch Krom? Aus Conan der Barbar mit Arnie? Ich kenne nur Cromwell. Das ist was anderes. Es ist dunkel und wir können gar nichts machen, weil es nicht hell wird. Dann gucken wir erstmal, ob wir schnell gegen irgendwas entdecken. So, was machst du da hinten überhaupt? Du hast gar keinen Helm auf dem Kopf. Ja, nein, aber wenn man sich dich so anguckt, ja, dann wenn den Kopf und so, kann man auch sagen, ja, auf den Kopf passt auch kein Helm drauf. Komm doch, komm doch, komm doch, komm doch. Hasch mich, bin der Frühling. Das findest du toll, ne? Jump, jump, jump. So, wollen wir mal losgehen? Ja. Danke für die Blümchen. Dann guck mal hinten mal wieder. Genau, das sollten wir vielleicht mal gucken, ein Kuhproblem. Wir gucken mal nach einem Kuhproblem.
Wir gucken mal, ob das Kuhproblem gelöst ist, sagen wir es mal so. Vielleicht haben wir auch ein Hühnerproblem. Was machst du denn eigentlich hier? Okay. So. Dann gucken wir nochmal. Es sieht ganz, ganz gut aus. Wir haben nicht viele Kühe. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Klasse. Dadurch, dass sie kein eigenes Wasser haben, vermehren sie sich auch nicht. Das ist sehr, sehr gut. Wenn nicht, müssen wir uns auch wieder neue Wurzelkrieg machen, ne? Doch, den haben wir irgendwo schon wieder. Ja? Ja. Ja, ich geh mal in Runde, ja? Und das bist du. So, dann gehen wir erstmal auf Walze. Ja, die Hühner wollte ich gucken. Das machen die Schweine. Den Schweinen geht's auch gut. Mit den Hühnern? Ja. Ja. Nicht, dass ja, dann machen wir sie putt. So, dann dackeln wir mal. Wir schauen mal. Diese Geisterbüschchen finde ich schön. Wo laufen wir jetzt eigentlich gerade hin? Wo ist mein Atlas? Wir laufen da lang. Okay, dann können wir mal ein bisschen gucken. Mal kurz was essen. Bettchen hast du dabei? Bettchen habe ich. Gut. Dann gehen wir mal. Wir können aber nur schlafen, wenn der Pixelpanther HD schläft. Ne? Stimmt, da war was. Dann können wir gar nicht, genau. Ich will mal hin zu den Bergen hin. Können wir gerne machen. Vielleicht finden wir ja ein Dschungelbiom. Juhu! Oh, das hört sich an, wenn man ins Wasser springt. So. Mal gucken, wenn man da oben auf dem Berg ist, ob man da irgendwas sehen kann. Ja, da musst du erstmal hochkommen. Ist nicht dein Ernst mit dem Schwein da oben, ne? Komische Welt. Die Brode doch. Ja, vor euch da unten. Kann vorbeigehen. Bienenkörbe machen wir wieder kaputt. Das ist halt, weil wir da Bienen rauskriegen, ne? Aber stell dir vor, wir würden echt in der Minecraft-Welt wohnen. Wir müssen also Richtung Westen gehen. Das tun wir. Okay, auf jetzt. Ich bin ja schon unterwegs. Ja, gucken wir mal. Kommen wir da oben irgendwo hoch? Müssen wir probieren. Oh, nicht ganz so laut, sonst haben wir eine Rückkopplung. Okay. Man muss hier nicht brüllen. Hüpf, hüpf, hüpf. Toll. Jetzt bin ich irgendwo hingehüpft, wo ich nicht hinkomme. Toll, hier kommen wir nicht weiter. Ist doch doof. Ich bin bei oben. Ja toll, schieß den Weg rum. Ey, das ist ein bisschen blöd hier. Und was machst du jetzt eigentlich hier gerade? Du hast mich runtergeworfen. Hast ja toll hier geferkelt, ne? Entschuldigung. Man kann auch nicht verkaufen. Ups. Nicht ganz so laut reinbrüllen. Jetzt höre ich die dreifach. Besser so? Ja. Warum gibt es Bruchstein? Okay. Ja, den brauchen wir gleich für Wege mitnehmen. Merkwürdiges Biom.
Wir gucken mal, wo wir gleich da so sind. Hier gibt es noch mehr von diesen komischen Steinen. Was soll das denn sein? Hä? Sind erst da, okay. Wir müssen Richtung Westen, da müssen wir lang. Richtung Westen müssen wir. Schubidubidu. Was ist das eigentlich? Zauberbüschchen. Frostgarten ist das. Stimmt, Zauberbüschchen, okay. Bruchstein. Gehen wir Richtung Westen. Noch mehr Bruchstein. Gibt's einen Haufen Bruchstein? Können wir ja mitnehmen, Bruchstein. Haben wir ja, ne? Ja. Ich brauch den ja nachher wieder für Wege zum Stopfen, weißt du? Ja, hab ich einen Bruchstein immer mit. Wo bist denn du jetzt hingetigert? Da unten ist ein Dungeon. Wo bist denn du? Hier im Berg hochgegangen. Kuckuck! Dreh dich um! Da unten ist ein Dungeon. Können wir erforschen? Vielleicht finden wir einen Amboss. Nicht wie wo ich im Berg hier oben drauf bin, ja? Nix ist. Aber man kann es das ja merken. Setz hier mal einen Marker hin. Zeit für den Dungeon mal genau. Da. Dungeon. Hallo? Dungeon. Dungeon. So, habe ich gemacht. Habe ich auch so gemacht mit dem Dungeon mit dem C, ne? Ja. Totenkopf ist ein Dungeon. Habe ich richtig gemacht. Haben wir ja noch zwei in der Nähe gefunden. Ja, okay. Da müsste ja auch ganz in der Nähe hier vielleicht nochmal so ein kleines Dörfchen sein. Ja, die Erde schmeiße ich mal runter. Die brauche ich nicht. Weg. So, wollen wir weiter in den Westen gehen. Was da noch so gibt. Ein bisschen in die Umgebung erforschen, damit wir wissen, wo wir Straßen lang bauen können. Ups, Vorsicht, hier ist tiefes Loch mit Wasser. Was ist hier drüben? Okay. Wir gehen weiter Richtung Westen. Das wäre so große Berge haben in unserer Umgebung, hätte ich nicht gedacht. Sachen gibt es, die gibt es ja gar nicht. So, dann gehen wir hier auch nochmal hoch. Tang, 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 tang. Was? Auf dem Berg, auf dem Baum hier hoch. Da gibt es grüne Ebenen. Und dann hier mal wieder runter? Was meinst du? Ja. Ja. Hier waren wir in der Gegend aber schon mal. Wo bist du? Ich bin noch über dir. Da bin ich. Da. Geht's hier irgendwo runter? Außer dass man hier steil runterfällt? Aua. Gut, wir gehen hier mal runter. Aua.
So, sind wir gleich hier unten. So, ich bin gleich hier unten. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Direkt hinter dir. Was gibt's hier? Gras. Was Besonderes? Oh, da ist eine kleine Höhle. Da vorne. Oh, da ist aber nichts drinne. Guck mal, hier ist Eisen. Hier ist Eisen. Wo? Stimmt. Nimm mit. Weiter Richtung Westen gehen. Gucken, was es hier noch so gibt. Kann ich hier gar nicht mitnehmen, die Pflanzen? Die Sonne geht runter. Hier bunte Hühner. Auch erledigt. Es wird Nacht. Wollen wir diesen kleinen See unser Nachtlager aufschlagen? Was meinst du? Können wir machen. Guck mal kurz auf dem Atlas, wo wir gerade sind. Die Gegend ist noch total bekannt. Hier waren wir schon. Und wir gehen mal weiter in die Richtung. Ja, wir können dann auch, ja, wir gehen noch ein bisschen weiter, dann gehen wir nach oben und dann gehen wir wieder so oben rum wieder zurück. So überkrempeln irgendwie wieder zurückkommen. Was hältst du denn davon? Machen. Okay, dann hole ich mal meinen Reiserucksack. Hol das Bettchen raus. So. Bettchen. Schlafen. Oh, es funktionierte, weil Pixel Panther nicht mehr online ist. So, mein Bettchen wieder einpacken. Dann gehen wir mal weiter Richtung Westen. Ups, Loch. Oh. Hallo. Oh, okay. Da war was. Oh, ich glaube, hier waren wir schon mal drin. Das sieht so komisch aus. Okay, hier haben wir eine... Hier ist aber Eisen drin. Lass mal mit hier. Oh, habe ich gar nicht gesehen. Ja, vielleicht gibt es ja noch mehr Eisen. Okay, es gibt ja noch mehr von diesen komischen Gesellen. Hier gibt's Kohle. Eisen. Bergmanns Freude habe ich gefunden. Bergmanns Freude, was ist das denn? Weiß ich nicht, was das ist. Ich glaube ein kleines Blümchen. Aha. Gibt es noch Kohle? Ein bisschen Kohle mitnehmen? Kannst du. Du bist ja gerade mit deiner Kohle beschäftigt. Hier ist noch ein bisschen Eisen. Ja, habe ich auch schon gesehen, ja. Kohle können wir mal mitnehmen. Für unterwegs, falls man noch mal ein bisschen was braucht. Genau. Und wenn sie zum Handeln ist, ne? Ja, zur Not, ja. Muss ich mal kurz ein bisschen hier umpacken. Mein Transportrucksack. Gabo Cobblestone habe ich hier drin. So ein Cobblestone. Muss ich was hier umpacken an Materialien, weißt du? Ja.
Eisen. So. Okay. Gibt es hier vielleicht noch ein bisschen noch mehr? Da gibt es ganz viel noch. Und einen tiefen Schacht. Äußerst uncool. Toll, du fällst natürlich da mitten runter, wo du hinfallen sollst, ne? Da ist nochmal Eisen, aber da gehe ich jetzt nicht mehr lang. Nee, würde ich jetzt auch nicht machen. Wir können die Fackeln hier drinnen lassen, dann leuchtet das vielleicht ein bisschen hier, wa? Naja, hat sich doch schon ein bisschen gelohnt, ne? Ja. Was machst du denn jetzt? Braucht man zum Handeln. Okay. Nimm ich auch mit. Da kann man Papier rausmachen, weißt du? Ja. Wir gehen weiter Richtung Westen. Kommst du? Ja, ich komme. Ja, ist doch schön. Mal sogar ein Specht. Ich höre gerade gar keinen Specht. Jetzt war hier diesen großen Wald drin, okay. Piepsis sind hier, Piepsis. Piepsis, ja, das ist niedlich. Jetzt sind wir hier unten, in diesem undurchdringlichen Wald. Kommen wir hier irgendwo wieder weiter? Ich hoffe es. Ist denn das jetzt mit meiner Stimme besser? Ja. Sonst hören nicht die werten Zuschauer wieder doppelt und dreifach. Dem fliegt ja Platz das Trommelfell sonst. Ja, jetzt bin ich hier am so einem kleinen Meer. So. So. Den Wald schon durchquert. Ach, da sind wir jetzt. Da oben sind wir. Wir müssen noch weiter Richtung Westen gehen. Also da lang. Machen wir mal. Eine kleine Erkundungstour. Hier schönes Herbstlaub. Schnee. Wir kommen in ein Schneebiom. Boah, macht mir jemand mal einen warmen Tee? Kann ich dir gerne machen. Oh, was ist das denn? Eine eisige Iris hole ich mir jetzt mal mit. Mach das. Wenn es wieder rumbruckelt, kann ich ein paar Sachen hier umsortieren. Das passt dann. Warte, ich muss auch sortieren. Wo ist sie? So, ich habe umsortiert. Noch weiter Richtung Westen gehen? Klar. In der Ecke können wir noch gehen, dann sind wir bald auf dem alten Pfad wieder. Eisblöcke, wie kriegt man die denn ab hier? Weiß ich nicht. Probiere ich jetzt einfach mal hier. Ich gehe jetzt einfach mal hier hoch. Ah, das geht gar nicht. Geht kaputt, ne? Ja. Oh, das ist eine Eiswüste hier. Komm hier mal hoch. Ach du Scheiße. Huch, man rutscht sogar. Alter, das kann sich schlimm sein.
Ach du Scheiße. Oh. Dreht mal einer die Heizung auf 5. Huhuhu, kalt. Was ist hier los? Hilfe. Stopp.